Für seine handfeste Politik ist er bekannt. Jetzt hat Bodo Ramelow wieder zugeschlagen. Ausgerechnet jene CDU-Frau, die er 2014 im Regierungsamt ablöste, soll erneut Ministerpräsidentin werden. Christine Lieberknecht. Ich habe mich davon leiten lassen, einen Vorschlag zu unterbreiten, wie man sehr schnell, sehr zügig in Thüringen zu Neuwahlen kommt. Und ich habe den Vorschlag unterbreitet, Christine Lieberknecht zu bitten, dass sie sich für diese Phase von 70 Tagen zur Verfügung stellt. Völlig überraschend taucht Lieberknecht damit aus der Versenkung auf. Sie hatte sich aus der Politik zurückgezogen. Bodo Ramelow blieb sie aber freundschaftlich verbunden. Der habe zuvor die Kanzlerin über seinen Plan informiert. Die CDU in Thüringen erwischt Ramelow dennoch kalt. Es wird ihr schwerfallen, dessen Vorschlag und damit auch Lieberknecht abzulehnen. Doch Neuwahlen will die CDU auch vermeiden. Wir wissen alle um unsere Verantwortung und wir finden es auch sehr richtig, dass Bodo Ramelow für sich gesehen hat, dass es derzeit im Thüringer Landtag keine Mehrheit für ihn gibt. Und deswegen ist sein Schritt begrüßenswerter, den wir auch genau teilen. Laut aktueller Umfrage kommt sie nur noch auf 14% der Stimmen. 7,7 Prozentpunkte weniger als bei der Wahl im Oktober. Die Linke käme auf 40, die AfD auf 25%. Christine Lieberknecht wurde 2014 gestürzt, weil sie sich nicht von der AfD hat wählen lassen wollen als Ministerpräsidentin. Für uns ist Christine Lieberknecht die einzige, die wählbar ist. Bodo Ramelow hat einen Vorschlag gemacht und ich gehe mal davon aus, anders als beim Vorschlag von Christian Lindner, den Präsidenten des Landesverfassungsgerichtes an die Spitze zu setzen, sich dann eine Abfuhr zu holen, wird es Gespräche zuvor gegeben haben. Ob Christine Lieberknecht bei Ramelows Plan überhaupt mitmacht, ist noch nicht bekannt.